Hallo Römer, liebe Freunde. Was geht? Willkommen zurück. Nein, nicht sammeln. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play 60 Seconds. Wir setzen uns erstmal richtig hin. Machen jetzt wieder einen Run auf Fat Man. Überleben. Und hoffen, dass wir gute Sachen bekommen. Ich schätze zwar nicht, aber man darf ja noch hoffen, ne? Man darf ja noch hoffen. Naja. Ich habe gerade was getrunken, Alter. Nee, das ist Kohlensäure halt. Silter. Wir haben eine Gasmaske. Wir haben eine Gasmaske. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Hey. Wir haben gut Essen und Trinken an sich. Wieso knackert das Radio? Wieso knackert das Radio, wenn es gar nicht vorhanden ist? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Eindeutig nicht. Nee. Definitiv nicht. Wir konnten die Gasmaske retten. Ja, das war das Einzige, was wir retten konnten. Wir schicken Timmy raus mit der Gasmaske. Und hoffen. Was hoffen wir denn? Medikit. Medikit wäre nett. Und vielleicht auch noch ein Radio. Ich glaube, Medikit reicht erstmal. Wir machen das jetzt mal, dass wir an jedem siebten Tag mehr Essen geben. Guck mal, die haben ja nicht mal. Die müssen nicht mal was trinken. Nö, wir schenken ihr nichts. Wir schenken ihr kein Rattengiftspray, Insektenspray. Whatever. Ruhiger Morgen, ziemlich hungrig, ja. Eigentlich können wir auch an Tag 10, ne? Machen wir mal Tag 8. Alle acht Tage kriegen sie Essen. Ja, doch, alle 8 Tage ist okay. Reicht, glaube ich. Timmy ist jetzt auch wieder da. Er hat ein Radio mitgebracht. Und, oh, wow. Zweimal Flasche Wasser, all das. Schön. Das ist nett. Das ist nett. Ne, wir haben keine Gasmaske mehr. Aber wir können Radio hören, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist super schön. Super, super fantastisch. Okay. Ja, trinken kommt gleich am nächsten Tag. Trompete, der Musiker war eindeutig. Nein. Ich glaube, wir sind reich. Weil wir so viel Essen und Trinken haben. Ich glaube, deswegen sind wir reich. Trinken, trinken. Timmy sollte was essen. Ja, hattest du schon. Ah, schade. Obwohl, wir haben eh ein Radio gehabt. Wir haben eh ein Radio. Die hätten uns ja nur ein Radio gegeben, glaube ich. Oder vielleicht was anderes? Ich weiß es nicht. Wir suchen einen Überlebenden. Wie viel Essen und Wasser haben wir? Essen verbrauchen wir nicht so viel eigentlich, ne? Wenn wir jetzt nur alle 8 Tage Essen geben. Ich glaube, das geht klar. Wir haben eine Karte von ihm bekommen, ja! Geil! Karte! Das ist nett. Das ist nett. Das ist sehr nett. Aber wir haben das Buch, ne? Ja, wir haben das Pfadfinderbuch. Das heißt, wir könnten hoffen, dass die Gasmaske repariert werden könnte. Wir gucken raus. Komm. Ja, es waren die Zwillinge. Es waren die Zwillinge. Ja. Hat Hunger, braucht was zu trinken. Ja, nächster Tag. Gehen die Kakerlaken. Ja, komm, wir nutzen das Buch. An diese grüne Pfütze. Ich brauche diese grüne Pfütze. Ja, ihr kriegt gleich Hunger. Gleich Essen am nächsten Tag. An Tag 16.
Ich weiß halt nicht, wie das mit Timmy stand. Obwohl, der hat auch an Tag 8 Essen bekommen. Also eigentlich... ist alles fresh, was das angeht. Wo ist ein Ball, wenn man einen braucht? Er hat nichts mehr. Ja, wir spielen mit dem. Brettspiel. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Timmy wird verrückt, wie es aussieht. Timmy hat sich ausgeruht. Okay, nein, er ist nicht verrückt. Das gegen eine Flasche Wasser. Wir machen das. Die Waffe tausche ich nicht ein. Bin ich dumm? Das ist unsere einzige Verteidigungsmöglichkeit. Was zu essen, genau. Okay, Timmy hatte zu wenig Essen bekommen, wie es aussieht. Ich gebe ab 5. Tag Essen und Trinken. Er ist eh krank. Das heißt, wir können ihn rausschicken. Und jeden 5. Tag. Obwohl, vielleicht war jeder 8. Tag einfach zu scheiße. Vielleicht jeden 7. Tag. Ich weiß es nicht. Aber den anderen geht's ja eigentlich gut, ne? Mann. Timmy sollte rausgehen, genau. Und Timmy geht raus. Und bringt am besten ein Medikit mit, damit wir ihn gleich heilen können. Vielleicht hätte ich ihm vorher noch Essen und Trinken geben sollen. Shit. Die sind knapp. Ja. Den Senioren schnappen wir Essen weg. Obwohl, nein, die geben uns ja eh nichts, ne? Die haben eh keine Vorräte, glaube ich, oder das. Ach doch. Ja gut. Na, schön. Garten. Immerhin. Ich würde sagen, wir müssen denen nur kein Essen geben, wenn das nicht mal Essen steht. Also wenn da nicht steht, dass die Hunger haben. Dann geben wir denen kein Essen am 5. Tag. Ja. Nice. Timmy ist, Mary Jane ist schmutzig. Scheiße. Wir haben die Karte und alle nötigen Infos verschafft. Wir haben den Flaschenpost hinterlassen. Ja, gut. Das ist nett. Ah, safe in der Wand. Ja, wir gucken rein. Da gibt's doch Essen drin, ne? Ich glaube schon. Da sind, glaube ich, Essenssachen drin. Ja. Eine Dose Essen war drin. Sehr gut, Tag 24. Einen Tag haben wir noch. Einen Tag haben wir noch. Yeah. Krass. Ja, vielleicht hätte ich Timmy nicht rausschicken sollen. Das war dumm. Das war nicht gut. Nein, war's nicht. Suppendosen. Oh nee, das können wir nicht riskieren. Können wir nicht riskieren. Eindeutig nicht. Wäre zu dumm. Wäre zu dumm. Wir haben zu viel, wir haben zu wenig Suppe. Ja. Oh ja. Ha, Essen. Geil. Geil, geil, geil. Wir haben schon viel Essen bekommen. Nein, wir gucken nicht in den Lederkoffer. Eindeutig nicht. Das wäre vielleicht wieder zu dumm. Wir müssen irgendwen rausschicken, aber dann Mary denken. Oh, das können wir nicht bringen. Mann. Wir müssen Glück haben, dass wir wieder so... Dass Mary Jane wieder... durch eine grüne Pfütze kaputt geht. Mary Jane war immer fröhlich, aber jetzt... Wir wollen sie aus dem Bunker ließen. Okay, wir gucken's. Wenn sie krank wird, dann... ist sie nicht, okay. Okay. Sie kommen ganz nach dem Vater. Nice. Okay. Oh, ah, so? Nein. Ich will nicht in den Koffer gucken. Mein Headset-Kabel ist hier irgendwie scheiße. Mann. Doofes Headset-Kabel. Wir versuchen's.
Wir versuchen's. Das war ein Fehler, oder? Nein, war's nicht. Wir haben ein Brettspiel bekommen. Immerhin. Ich meine, kommt, Leute. Es ist... Jo. Machen wir. Sehr geil. Wir haben jetzt doch keine Axt mehr, aber... Ja. Ist halt so. Ist halt so. So, was haben wir jetzt? Nee, gibt's ja nicht Umwässer, ja genau. Einen Tag können wir noch warten. Radio hören, ja. Auf jeden Fall. So. Heilige Seele, ich mach mal lieber ein Vorratspaket. Geil! 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 Müssen wir machen. Ich muss es sofort wieder opfern. Aber ich will halt nicht, dass wir verrückt werden. Wäre halt dumm. Wäre halt dumm. Jetzt ist er ausgeruht. Tettert immer noch. Mary Jane ist ziemlich hungrig, okay. Mary Jane will rausgehen. Können wir aber nicht machen. Ja. Okay. Sehr cool, sehr cool, sehr, sehr cool. Manchmal lohnt es sich doch, die Bunkertür aufzumachen. Manchmal lohnt es sich. Was ziemlich, ziemlich cool ist. Ziemlich cool, ja. Ziemlich. ja. Ja, 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 wir geben den Essen. Ja, so viel Dosen, ich meine, oh, komm. Vorher vertrinken wir. Vertrinken? Verdosten wir. What the fuck? Und sehen unserer nächsten Explorer, war? Wir waren erleichtert, wir waren versichert, dass sein Zustand sei nicht ansteckend. Wir haben ein Angebot. Was ist jetzt mit Expedition? Ich hab das. Oh, hätte ich das andere mal gelesen, ey. So, einen Tag haben wir noch. Und wir schicken Mary Jane auf eine Erkundung. Nein, wir müssen es nicht vermeiden, dass wir doch. Lieber. Ach so, Pancake haben wir leider. Ach, wir kommen keine Taschenlampe, schade. Oh, mein Muskelkater. Oh. Au, au, au. Oh. Ich hab Muskelkater an den Beinen, das ist so schlimm, ne? Ja, und oh, in den Oberschenkeln. Ja, das ist so schlimm. Es tut so weh, ey. Ah. Oh, ich war gestern. Also für euch vorgestern, aber für mich gestern. Paintball spielen. Oh, und das tut weh. Ja. Oh, und davon habe ich jetzt Muskelkater in den Oberarm. Wenn man die ganze Zeit so gehockt, so geduckt, so in der Hocke halt rumläuft, wisst ihr, das ist die ganze Zeit und über 2 Stunden Paintball spielen und das dann 2 Stunden lang. Oh, tut halt weh. Nach der Zeit. Also jetzt habe ich Muskelkater. Das ist schlimm. Oh. Okay, Mary Jane noch nichts. Oh, ich denke, Mary Jane kommt zurück. Ich denke schon. Sollte sie zumindest. Sollte sie zumindest. Ja? Radio hören. Nicht, dass Ted noch verrückt wird. Das wollen wir nicht. Okay, ach, genau, okay. Zack, zack. Tag 6 und... Wieso ist Ted krank geworden? Okay, ich gebe ihm nochmal Essen. Gasmaske repariert. Ja! Ja! Mary Jane ist auch wieder da. Sie ist krank geworden. Natürlich ist sie krank. War ja klar. Aber sie hatten... Ja, wir haben eine Gasmaske bekommen. 3000. Axt. Ja gut, das.
Sie kriegt einmal was zu essen. Wir heilen Ted. Noch nicht. Noch heilen wir ihn nicht, weil wenn er jetzt rausgeht und dann wieder krank wiederkommt, wäre es total dumm. Deswegen. Okay, hoffentlich. Okay. Wie sieht's aus? Die könnte etwas Nahrung vertragen, hat Hunger. Geben wir den nochmal? Komm, wir geben den nochmal Essen. Wir haben genug Essen. Warum gibt's denn die. Warum kommen die ganze Zeit solche Events? Mann! Ich will halt nicht, dass Ted nochmal krank wird, wisst ihr? Das ist halt total unnötig. Wenn ich jetzt das Medikit einsetze. Eine Taschenlampe, das ist schön. Wenn ich jetzt das Medikit einsetze. Wir gehen am nächsten Tag essen, oder? Die haben nicht mal Durst. Ja, komm, wir geben ihm eine Flasche Wasser. Ich glaube, wir haben jetzt alles mittlerweile, ne? Ne, wir haben keine Munition. Wir haben keine Munition, sonst haben wir alles. Ja. Lol. Ne, und das Schloss nicht, okay. Wo soll man darüber, dass wir einen Wasserchip haben? Beziehungsweise nicht wissen, was es sei, ne? Aber das Wasser. An das wir ihm geboten haben. Er erklärte, dass der Chip sei von größter Bedeutung. Okay. Hat Mary Jane keinen Hunger mehr? Wir kriegen jetzt aber Essen. Und trinken. Nein, trinken nicht. Haben wir noch keinen Durst. Warum auch immer. Nee, Mary Jane ist eh schon krank, komm. Bringt jetzt eh nichts. Wieso mache ich eigentlich keine Expedition? Können wir nicht, ne? Mary Jane kann nicht rausgehen, glaube ich. Jetzt brauchen sie Wasser, okay. Komm, ich gebe denen jetzt Wasser. Und nochmal am fünften Tag. Hört ihr das? Klingt, als würde uns über uns Tiere durch den. Frische Nahrung zu. Nein. Das wird dumm. Außerdem kann keiner raus. So. So viele Kakerlaken. Ja, komm. Eine grüne Pfütze wäre jetzt so gut noch, ne? Dann wäre Mary Jane nicht mehr krank. Und sie wäre halt mutiert und wäre halt geschützt, vor allem. Vor allem! Das wäre super. Das wäre super. Ziemlich hier laut rumorten, nicht schlafen, scheint unter uns zu finden. Achso! Zweite Sache, Leute, die zweite Sache. Von erkunde den Bunker. Zwei Flaschen Wasser gefunden, cool. So, kriegst Essen, trinken. Essen brauchen wir nicht, ne? Nur trinken, ja. Okay, nur trinken. Kriegst du trinken. Wir machen keine Expedition, nein, das wäre dumm. Weil dann hätten wir keine Erwachsenen mehr hier drin. Ich muss das nochmal irgendwann austesten, dass wenn nur Mary Jane da wäre, ob das dann funktioniert noch. Ich glaube nur, wenn Ted nicht mehr zurückkommen würde, ne? Ich glaube nur dann würde es nicht mehr gehen. Ich weiß es nicht. Keine Panik. Die Tür öffnen, sonst werden wir alle sterben. Aufmachen. Okay. Kacke. Kacke. Das war dumm. Ich hätte es nicht machen dürfen. Ich hätte das Verrücktsein in Kauf nehmen sollen. Shit. Ja! Oh, das kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben ein neues Medikit, womit wir Ted wieder beleben können, sag ich mal. Hunger, ein Tropfen Wasser, Nahrung vertragen, ja gut. Ted muss geheilt werden. Wir haben keine Munition für ihn, deswegen... Nein. Sonst nimmt er unser Spielbrett noch weg und dann haben wir nichts davon. Ja, wir machen's, komm.
Das hat bisher gut geklappt heute. Scheiße. Hä? Wir haben es geschafft, unsere tapferen Soldaten haben uns gerettet, ja! Ich hab grad mein... Headset voll aufgedreht. Wir haben 60 Tage in unserem Bunker verbracht. Timmy, was ist mit Timmy? Timmy hat es nicht zurückgeschafft, ja. Vor allem Mary Jane hat es auch überlebt, ne? Und wir haben übrigens Manhattan Project gerade bekommen, falls ihr es nicht gesehen habt. Ich weiß nicht, ob es in dem, im Dings zu sehen war in der Aufnahme. Aber Manhattan Project geschafft. Das heißt, wir haben auf Fat Man alles geschafft. Echt? Weiß ich gar nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber nice! Nice! So, es wird noch genau, wie Konrad, Alter, 111 Tage noch überleben. Wir dürfen halt nicht gerettet werden, das ist einfach das einzige Ziel. Das ist das einzige Ziel. Benutzer zerstört alles, was es in dem Bunker gibt, genau, das müssen wir auch noch machen irgendwie. Irrenanstalt machen, genau. So viele Hindernisse ran, das muss ich irgendwie mal offscreen mal machen. Manhattan Project, hier, gewinne in jedem Modus, jeden Modus in dem Schwierigkeitsgrad Fatman. Nice. Rette jemanden von dem... Oh, das wird so... das wird so anstrengend. Und erkunde den Bunker vollständig. Ja, das... uns fehlte gerade nur noch eine Sache. Nur noch eine verdammte Sache. Dann hätten wir das Achievement bekommen. Oder vorher wurden wir gerettet. Wow. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... das nächste Mal wieder. Haut rein.